Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns heute im Präsidium und im Bundesvorstand natürlich vorrangig mit den Wahlen in Schleswig-Holstein, aber auch mit denen in Europa befasst und uns auf die nächste Woche die Wahl in Nordrhein-Westfalen vorbereitet. Ich möchte Justi Jager und der Christlich-Demokratischen Union in Schleswig-Holstein ganz herzlich gratulieren. Sie sind stärkste Kraft geworden. Das war ein Wahlziel der schleswig-holsteinischen CDU. Und wenn man mal die Ausgangssituation gesehen hat, die ja nicht nur einfach war in Schleswig-Holstein, so ist das vor allen Dingen auch einem sehr, sehr starken Endspurt, einer hohen Mobilisierung und einem großen Einsatz von Justi Jager zu verdanken. Ich habe heute allerdings auch Peter-Harry Carstensen gedankt, denn es ist ein geradezu genialer Übergang auch geschaffen worden von ihm hin zu Justi Jager. Und insofern war das eine herausragende Zusammenarbeit. Justi Jager hat in seinem Landtagswahlkampf immer wieder für stabile Verhältnisse geworben. Und er hat uns heute deutlich gemacht, wird das gleich selber auch noch einmal sagen, dass er genau dieses auch weiter anstrebt. Und die Landes-CDU wird das natürlich eigenständig entscheiden, aber die Bundes-CDU wird die CDU Schleswig-Holstein auf diesem Weg natürlich unterstützen. Und die Gespräche vor Ort werden jetzt ja geführt. Wir haben natürlich auch über das Abschneiden unseres Koalitionspartners auf der Bundesebene gesprochen. Und ich glaube, dass sich hier gezeigt hat, dass die FDP ein sehr starkes Ergebnis erzielt hat. Wenn man denkt, was da alles gesprochen und geschrieben wurde in den vergangenen Wochen, so ist dies aus dem Blickwinkel der FDP erfreulich und sicherlich auch ein gutes Signal. Von meiner Seite will ich vielleicht noch hinzufügen, dass wir natürlich auch über die Wahlen in Frankreich gesprochen haben. Ich habe darüber berichtet, dass ich mit dem zukünftigen französischen Präsidenten Hollande gestern Abend telefoniert habe, dass wir gesagt haben, dass wir gut und intensiv zusammenarbeiten werden, uns auch recht schnell treffen werden, nachdem die Amtsübergabe in Frankreich geschaffen wurde. Und ich darf von meiner Seite aus sagen, dass François Hollande hier mit offenen Armen in Deutschland empfangen werden wird von mir. Und wir intensiv unsere Gespräche führen werden, denn die deutsch-französische Kooperation ist essentiell für Europa. Und da wir alle den Erfolg Europas wollen, wird diese Zusammenarbeit sehr schnell beginnen. Das von meiner Seite. Und jetzt würde ich, wenn ich darf, Justi Jager das Wort geben. Ja, vielen Dank. Auch kurze Lageeinschätzung aus meiner Sicht. Wir sehen unser Ergebnis gestern als einen eindeutigen Erfolg. Wir haben gesagt, dass wir die stärkste politische Kraft in Schleswig-Holstein werden wollen. Das ist uns gelungen, knapp zwar, aber gleichwohl gelungen. Und wir sehen damit ein wesentliches Wahlziel erreicht. In der Tat muss man sehen, wie die Ausgangslage war. Wir sind auch angetreten als Landesregierung zur Wiederwahl mit einer Agenda, die ja insgesamt auch sehr stark finanzpolitisch geprägt war. Und insofern ist es ein starker Erfolg, dass wir unser Ziel erreicht haben, stärkste Kraft zu werden. Wir sagen, dass wir damit auch den Anspruch verbinden, die nächste Regierung zu stellen. Wir wollen der Verantwortung gerecht werden für Schleswig-Holstein, der man dadurch gerecht wird, dass man in der Tat stabile Verhältnisse schafft. Stabile Verhältnisse bedeutet einmal, dass man wirklich tragfähige Bündnisse braucht für die Dinge, die anstehen. Das ist gerade finanzpolitisch wichtig. Die Haushaltskonsolidierung muss fortgesetzt werden und bedarf tatsächlich stabiler Regierung. Und Stabilität ist eben nicht nur die Zahl der Mandate, eins mehr oder weniger, sondern auch die inhaltliche Tragfähigkeit. Ich bin mir sicher, dass die Dänenampel, und das ist ja ein selbstgewählter Begriff, darauf weise ich auch noch mal hin, dass die Dänenampel, die sich jetzt gerade auf den Weg macht, mit Sicherheit kein tragfähiges inhaltliches Ergebnis für Schleswig-Holstein hinbekommen wird. Und insofern geht es darum, dass wir uns jetzt darauf einstellen, auch weiter Gespräche zu führen. Wir werden die anbieten, wir strecken die Hand aus, weil wir sagen, wir wollen Verantwortung für Schleswig-Holstein weiter übernehmen, auch mit einer Agenda, für die wir vom Wähler auch bestätigt worden sind. Das werden wir heute Abend auch in dem Landesvorstand besprechen und morgen in der Fraktion, die das erste Mal auch zusammenkommen wird.